glaube, hinter mir schießen die Bogen oder so, ich weiß nicht. Moin Leute, was geht ab? Ich bin heute auf dem Weg nach Winterberg. Das erste Mal in meinem Leben tatsächlich Bikepark. Zum Warmfahren habe ich mir erstmal die Flow Country vorgenommen. Das ist, glaube ich, die einfachste Strecke in Winterberg. Die besteht im Wesentlichen aus Anliegern, aus kleinen Bodenwellen und fährt sich eigentlich wie eine Achterbahn. Auch wenn die jetzt keine besonderen Herausforderungen bietet oder keine besonderen Features hat oder so, macht die auf jeden Fall eine Menge Bock, weil man einfach richtig laufen lassen kann und sich schön durch die Kurven drücken kann und einfach ja, richtig Gas geben kann und einfach eine Menge Spaß haben kann. Viele Bremswellen drin. Als nächstes habe ich mir die Freeride-Line angesehen, die in Winterberg, glaube ich, schon als Medium-Strecke klassifiziert ist. Aber bevor ich jetzt viel rumschnacke, ich esse hier noch mal einen Riegel auf, trinke noch was und dann nehme ich euch einfach mit auf die GoPro. Weiter geht's mit der Freeride-Line. Und Bremswellen aus der Hölle. Die hat genauso wie die Flow Country auch Anliegerkurven, Bodenwellen, fährt sich auch echt schön flowig, aber sie hat eben auch ein paar kleine Features, wie zum Beispiel ein paar kleinere Sprünge, ein paar steilere Passagen oder eben auch ein kleines Steinfeld und sogar ein bisschen Holz zum Überfahren. Wir fahren hier lang. Da gibt es einen kleinen Sprung. Alles gut?
Okay. Guti. Auch wenn das nur ein Bruchteil der Abfahrten war, die es in Winterberg gibt, war es dann doch schneller Abend als gedacht, sodass ich gerade noch geschafft habe, abends mein Bike sauber zu machen, bevor ich dann so quasi mit dem letzten Lift zum Parkplatz hochgefahren bin. So. Ich glaube, hinter mir schießen die Bogen oder so. Ich weiß nicht. Nicht, dass ich hier gleich vom Pfeil durchlöchert werde. Egal. Das war mein erster Tag in Bikepark. Mein erster Bikeparkbesuch überhaupt. Und ist natürlich cool. Es gibt richtige angelegte Strecken. Es gibt coole Sprünge. Alles geil. Aber was mir zumindest hier jetzt ein bisschen gefehlt hat, ist tatsächlich so dieses Gefühl, was ihr hier einfach gerade seht. Also einfach im Wald zu sein. Und das hat man sonst beim Mountainbiken ja schon. So, mehr will ich gar nicht sagen. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt so einen Daumen hoch, macht die Glocke an, was weiß ich, ihr wisst schon, abonniert das ganze Ding. So, bis bald. Macht's gut, ciao, ciao.